Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo, Vorsicht, nicht erschrecken. Ich bin's, man mag mich kaum erkennen, aber guess what? Ich habe so einen großen Besucher bekommen, dass es nur noch eine Möglichkeit gab, von ihm abzulenken. Mit der schlimmsten Möglichkeit. Einem dicken braunen Eyeliner und falschen Sommersprossen. So schlimm ist dieser Besucher in meinem Gesicht gewesen. Hi. Aber ich muss sagen, ich finde den Look ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, oder? Ist so ein bisschen warm. Wir haben 16 Grad im August. Ich sitze hier mit einem Pulli. Da ist so ein bisschen brauner Eyeliner und ein bisschen Wärme im Gesicht vielleicht gar nicht so schlecht. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid zu einer neuen Runde. Was gibt es Neues in der Drogerie? Und diesmal würde ich sagen, seid schnell, denn es gibt wieder ein paar Produkte, die gerade erst in die Drogerie gekommen sind und schon wieder fast ausverkauft sind, weil sie auf TikTok völlig viral gehen. Und nein, ich rede nicht von meiner Kollektion, sondern von anderen Produkten. Und damit ihr immer am schnellsten wisst, was gerade völlig viral geht, was sich gerade lohnt, vielleicht den einen oder anderen Blick von euch mal zu erhaschen, bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Und dann geht's los. Ich habe neulich ein Video gesehen, da hat jemand gezeigt, wie man Eyeliner malen kann, wenn man nicht so viel Eyespace hat, und wenn die Augen offen sind, sieht es gar nicht so schlecht aus. Wenn die Augen zu sind, dann hast du halt so eine Kante mit drin. Aber ich mag es ganz gerne, ne? Vielleicht werde ich doch noch mal eine kleine Eyeliner-Maus. Ja, kommen wir zum Pickel. Wenn ihr genau hinschaut, dann werdet ihr ihn vielleicht auch erkennen. Aber manchmal sind harte Situationen im Leben vorhanden und da muss man einfach gucken, dass man sie ein bisschen abgelenkt kriegt. Das ist meine Taktik im Leben. Okay, Freunde, genug gequatscht. Ganz, 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 ganz wichtig zu meiner Kollektion. Ich wiederhole es gerne auch nochmal in diesem Video. Macht euch bitte, bitte keine Sorgen. Auch wenn die Aufsteller gerade ausverkauft scheinen sollten in eurer Drogerie, sie werden aufgefüllt. Das geht nicht so schnell, ne? Es geht nicht über Nacht, aber Rossmann hat schon die nächste Lieferung in die Filialen initiiert. Das kommt in den nächsten Tagen. Schaut also immer gerne mal vorbei. Und auch online werden immer wieder ein paar Produkte reingeteilt. Schaut also bitte wirklich, ich wiederhole mich da sehr, sehr oft, aber ich möchte, dass alle glücklich sind. Schaut in meiner Insta-Story vorbei. Dort kann ich euch sekundengenau Updates geben oder noch krasser, dem Broadcast-Channel, weil ich euch da wirklich sofort erreichen kann und ihr bekommt sogar eine Benachrichtigung, wenn ich euch eine Nachricht schreibe. Okay, ich habe bei Rossmann online ein paar Sachen gefunden und wir hüpfen auch direkt erstmal in den Online-Shop und schauen mal, was es Neues gibt. Bei Make-up muss ich sagen, ist jetzt im August gerade nicht ganz so viel Neues, denn Sommerferien, ne? Da ist natürlich eh nicht so viel da. Im Make-up-Bereich generell nicht so. Was es natürlich neu gibt, ist meine Limited Edition mit Rival Loves Me und eine andere LE von Rival de Loop, die Follow the Sun LE. Hier kann ich jetzt im Online-Shop nur noch die Follow the Sun Blush Sticks, Highlighter Sticks und das Glow Spray finden, jeweils 3,99 € bzw. 3,79 €. Ihr kennt die Preise von Rival Loves Me und Rival de Loop. Phänomenal. Damit wir ein bisschen mehr Platz auf dieser Seite haben, rutsche ich einmal beiseite. Wir finden aktuell online natürlich auch noch einige Produkte von Nam. Auch hier große, große Empfehlung, hatte ich euch neulich schon gezeigt. Ich verlinke euch das Video einmal in dieser Ecke da oben. Eine der besten neuen Drogerie-Brands, die es gibt. Das ist eine polnische Marke. Sehr, sehr gut und definitiv mal ein Test wert. Benecos habe ich schon mal gehört, dass es das gibt, noch nie etwas davon getestet. Also falls ihr Erfahrungen mit Benecos oder Benecos habt, schreibt es unbedingt in die Kommentare, denn wir finden auch online jetzt hier den Natural Concealer in 2 Farben und den Natural Lip Gloss in 5 verschiedenen Farben. Traurig, wenn ein Lipgloss mehr Farben hat als ein Concealer. 4,99 € jeweils, finde ich ganz spannend. Ich glaube, Benecos ist so ein bisschen Richtung Naturkosmetik angelehnt. Ich weiß nicht, doch zertifiziert kontrollierte Naturkosmetik. Da muss ich nochmal ein bisschen genauer recherchieren hier. Da habe ich gerade etwas gesehen, was ich ein bisschen spannend fand. Also, Benecos gibt es jetzt auch und von Essence gibt es, den finde ich wirklich sehr, sehr süß. Auch wenn er Color-Changing sein soll, Packaging und die Message dahinter ist wirklich süß. Das ist der Pride Applied Color-Changing Lip Gloss. Hat verschiedene Farben, wenn ihr den mischt, dann habt ihr eine einheitliche, tragbare Farbe. Gefällt mir aber wirklich gut. Wir haben viele, viele Neuheiten von Nam auch im Online-Shop. Da werden natürlich immer wieder neue Sachen mit reingepackt. Auch Asam hat einen neuen Satin Blush im Sortiment hier. In der Farbe Peachy Rose, der ist nicht neu, aber manchmal kommen einfach Neuheiten online dazu und werden als neu deklariert. Ich würde ganz gerne in diesem Video aber über noch eine andere, recht neue Kategorie für mich sprechen und das ist Skincare. Bevor wir das machen, eine ganz andere, wichtige Mitteilung. Endlich
Ist es wieder soweit? Ich habe wieder einen Rabattcode von Larisi für euch und diesmal mit drei ganz, ganz tollen Düften. Entweder für so einen leichten Unisex-Duft oder wenn ihr es herber mögt oder wenn ihr der Meinung seid, euer Göttergatte, euer Sohn, euer Vater braucht mal wieder einen neuen Duft, weil das, was er hat, nicht so ganz euers ist, habe ich. Gut, dass ihr mich habt. Ich habe nämlich drei tolle Produkte für euch. Wie immer gibt es bei Larisee mit meinem Rabattcode 20% Rabatt und den gratis Refill in Gold. Und ich darf euch heute drei Düfte vorstellen. Die seht ihr einmal hier. Wir starten mit einem sehr, sehr, sehr teuren Duft in der Originalgröße, im Originalzustand von Tom Ford, den Ombre Lever Duft. Ein wunderschöner, leicht zitrischer Duft mit einer schönen Note an Sandelholz und Leder. Ein sehr... Wenn ihr, zeigt den Teil eurem Mann, am besten ohne Bild, nur mit Ton. Wenn du einen Duft hast, wenn du in einen alten, gut gepflegten Oldtimer steigst und diese gepflegten Ledersitze riechst, dieses Herbe, dieses Holzige, ist das genau der Duft. Du riechst wirklich diese ledrige Note. Ganz, 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 ganz toll. Und wir haben natürlich auch noch Effing Fabulous von Tom Ford, die 494. Der ist ein bisschen provokanter, sehr würzig. So ein bisschen Lavendel kommt durch, eine leichte Vanillenote. Aber ein bisschen, der ist ein bisschen aufregender, der ist ein bisschen komplexer am Duft. Der Ombre Lever ist Leder pur mit ein bisschen Zitrone. Das ist ein etwas komplexerer Duft, der sich auch über den Tag hinweg verändert. Du hast etwas frischere Noten zum Anfang und im Zuge des Tages kommt am Ende so ein bisschen dieses Fabulöse durch. Sehr frisch, nicht zu schwer, aber gibt so ein bisschen orientalischen Touch zurück. Große, große Empfehlung. Mag ich sehr, sehr gerne im Herbst. Und einer meiner absoluten Lieblingsdüfte, die auch recht neu dazugekommen sind, das ist ein Duftzwilling zum Louis Vuitton Ombre Nomade. Da würde ich sagen, das ist auch gut ein etwas femininerer Duft. Nicht so schwer, eine leichte, etwas blumigere Note, aber super, super tragbar. Eine leichte, etwas frischere Note, aber trotzdem genial. Oud ist mit dabei. Wenn ihr Oud mögt, ist das euer Duft. Ihr habt eine Reise. Auch hier verändert sich der Duft über die Zeit hinweg. Ansonsten, wenn das jetzt nicht so eure Duftmäuse waren, ihr Süßen, dann schaut unbedingt bei Larisee vorbei. Es gibt hunderte verschiedene Duftzwillinge, Eigenkreationen. Und ich empfehle euch dort auch immer, benutzt den WhatsApp-Service, benutzt den Chat. Wenn ihr nicht ganz so genau wisst, welcher Duft, der passende Duftzwilling zu eurem liebsten Duft ist, schaut mal in den Kommentaren nach. Gebt einfach Chanel Nummer 5 ein und schaut in den Kommentaren. Da stehen dann ab und zu gute, hilfreiche Reviews. Ansonsten, ich verlinke euch Larisee einmal unten in der Infobox. Denkt unbedingt an den Rabattcode. Damit könnt ihr 20% sparen und bekommt den gratis Refill mit dazu. Große, große Sache. Aber das sind so meine Düfte für die Jungs eher. So ein bisschen für die, die es gerne ein bisschen herber mögen. Ansonsten, Best Cherry, Alltime Favorite. Wir kommen zurück zu Skincare. Und da geht es wirklich echt schon wieder so ein bisschen viral. Ich weiß, für viele ist es manchmal ein bisschen viel Viralität im Internet, geht mir genauso, weil einfach jeden Tag immer irgendwie was Neues mit dazu kommt. Allerdings muss ich dazu sagen, lernt man so auch viele Produkte kennen, die man vielleicht nicht unbedingt sofort entdecken würde. Gerade bei den Eigenmarken ist es so, dass die Packagings eher ein bisschen reduzierter sind und nicht ganz so laut sind. Deswegen freue ich mich, dass ich sie euch heute zeigen kann. Isana hat nämlich Skincare rausgehauen. Das ist ja phänomenal. Ihr erinnert euch an den AHA und PHA Cleanser, sehr, 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 sehr gut, habe ich mittlerweile auch gut benutzt. Aber es gibt jetzt auch neue Produkte fürs Gesicht und zwar eine richtig schöne Serumreihe. Und da starten wir als allererstes mit dem Well-Age Tagesfluid Lichtschutzfaktor 30. Ich habe die Sachen tatsächlich auch schon hier, kann sie euch zeigen. Mit 0,5% Ektuin und Aminosäuren, Lichtschutzfaktor von 30 ist drin. Ich würde einen Lichtschutzfaktor dazu mitnehmen, 30 ist mir zu wenig für dieses Produkt, denn du brauchst nicht viel davon und es hinterlässt ein sehr, sehr glowy Finish. Ne? Also das ist kein mattes Produkt. Wenn du es ein bisschen glänzender magst, könnte das was sein. Ansonsten funktioniert Make-up darüber sehr, 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 sehr gut. Sorgt einfach so ein bisschen dafür, dass die Haut ein bisschen praller aussieht, die ersten Anzeichen von Hautalterung vorgebeugt werden
Und Ektoin wirkt auch feuchtigkeitsspendend, hat auch noch ein paar Peptide und Aminosäuren mit drin und ist eine schöne leichte Textur. Niacinamid ist auch noch mit drin, ganz, ganz wichtig. Also das ist ein wirklich sehr, 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 sehr gutes Produkt und hat gut unter Make-up funktioniert. Das kann ich von dem nächsten leider nicht ganz so gut behaupten. Das würde ich aber auch erst abends nehmen. Das ist die Ceramide-Creme. Die ist auch toll, aber die würde ich eher abends benutzen. Die hat Ceramide und Pantenol mit drin. Einen 0,2%igen Ceramidkomplex, der die natürliche Barrierefunktion der Haut stärken soll, bindet Feuchtigkeit und verbessert den Regenerationseffekt. 5% Niacinamid verfeinern das Hautbild, 3% Pantenol wirkt hautberuhigend und verbessert das Feuchthaltevermögen, 1% Indirubin, und da kommen wir auch schon so ein bisschen in die Richtung. Erinnert mich sehr stark an das hier von No Cosmetics. Ich finde das von No Cosmetics aber leider ein bisschen besser, ist aber auch deutlich teurer, ne? Also ich glaube, das von No kostet 17 Euro, das kostet halt 5 und 1% Squalan ist auch mit drin. Alles vegan und alles parfümfrei. Abends ist das okay. Du merkst, die wird so ein bisschen matter, also die ist nicht glänzend, so wie das Well-Age-Tagesfluid. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr gutes Produkt für abends. Serien gibt es in Hülle und Fülle. Ich habe tatsächlich gar nicht alle bekommen, weil alle noch nicht ausgestellt waren. Wir haben hier einmal das Glycerin-Serum. Da muss ich sagen, 15% Glycerin ist ganz schön viel, aber hat einen Vorteil. Also Glycerin ist gut fürs Feuchthaltevermögen der Haut und sorgt dafür, dass die Haut gut nicht zu viel Wasser nach außen hin verliert. 5% Betain, die die Haut beruhigen, und 3% Aminosäurenkomplex spendet Feuchtigkeit, wirkt Trockenheitsfältchen vor und glättet die Hautoberfläche. Das ist eine sehr leichte Textur, also sehr wässrige Textur, aber es wird ein bisschen klebrig. Nicht so doll wie so ein Sticky Primer. Funktioniert gut unter Make-up, auch in Kombination mit diesem Ektoin-Serum. Und du hast halt so ein bisschen dieses Klebrige, sodass das Make-up gut drauf fällt. Es braucht einen Moment, um einzuziehen. Ich würde es auch recht spät erst in der Routine vor Make-up benutzen. Sonst würde ich das recht früh benutzen, nachdem ich ein paar Feuchtigkeitsspende-Serien benutzt habe. Aber es wird sticky. Also das musst du wissen. Ich glaube, man hört's. Ich finde das gut, vor allen Dingen unter Make-up. Und auch der Preis, ne? Also da haut Isana echt sehr, 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 sehr gut raus. Das Niacinamid-Serum, das sehe ich jetzt hier, doch habe ich auch mitgenommen, kommt ein bisschen in einer anderen Verpackung, hat 10% Niacinamid mit drin, alle bei 5,99 € übrigens, verleiht einen glatten und ebenmäßigen Ton, 10% Niacinamide, also Vitamin B3, verfeinern das Hautbild, trägt dazu bei, die Haut gegen Umwelteinflüsse widerstandsfähiger zu machen, und auch hier ist nochmal Glycerin mit drin. Also das Glycerin-Serum an sich ist eine gute Sache, wenn ihr wirklich mit trockener Haut zu kämpfen habt. Ansonsten ist das auch schon ein guter Schritt. Ansonsten gab es auch noch das Acelain-Serum. Das habe ich nicht mehr bekommen, war bei mir noch nicht aufgebaut. Es gab aber auch das Overnight Moisture Serum. Hat mich so ein bisschen an den Liquid Hydrator erinnert, wenn ich ehrlich bin. Hat Niacinamid mit drin, hat Glycerin mit drin. Aquaxyl, Powerwirkstoff für ein bis zu 148 Stunden anhaltendes Feuchtigkeitsdepot nach 21-tägiger Anwendung. Also das ist schon so ein Feuchtigkeitsbooster. Feuchtigkeit ist wichtig, ist eine wässrige, milchige Textur, ist sehr, sehr wichtig, kann man gut benutzen. Ich habe es euch ja neulich schon gesagt, ich wechsle immer mit den Produkten. Ich schaue, was meine Haut heute braucht, und dann entscheide ich mich jeden Tag, wenn ich weiß, heute war ich, weiß nicht, ich war gerade im Flugzeug, meine Haut ist super trocken, dann hüte ich mich mit Actives, also Retinol beispielsweise oder Glykolsäure, sondern gehe wirklich auf Feuchtigkeit und Pflege. Man merkt auch jetzt, wenn ich hier die Produkte aufgetragen habe, die Haut fühlt sich sehr gut an. Ich hatte bei keinem Produkt Würstchenbildung. Das ist das Problem bei diesem No Cosmetics Ding. Immer wenn ich das benutze, ist bei mir Würstchenbildung angesagt. Finde ich jetzt nicht schlimm, benutze ich abends unter Make-up, würde ich das nicht benutzen. Wenn du Ceramide und Pantenol im Tages-Make-up haben möchtest, kannst du das aber auch gut benutzen. Ein Produkt, das finde ich persönlich ein bisschen schwierig, aber auch jetzt nur von meinem unwissenden Empfinden. A, weil mir dieses Körperteil nicht vorhanden ist, und B, weil ich glaube, dass es schwierig sein könnte. Ein Intimpeeling. Milchsäure ist zwar gut, aber sanftes mit feinen Peelingpartikeln aus Reiskern und Vulkangestein ist die perfekte Vorbereitung zur Haarentfernung. Wäre ich persönlich ein bisschen vorsichtig, würde ich jetzt nicht unbedingt
Kunden haben wollen, gibt es jetzt neu, ist auch recht günstig, 1,99. Die ersten Adventskalender sind Tatsache auch schon gelistet und da würde ich mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, welche Adventskalender ich für euch testen soll. Es gibt natürlich sehr, sehr viele und es machen auch viele tolle YouTuberinnen wirklich zu der Zeit hauptberuflich. Das möchte ich natürlich auch denen nicht wegnehmen, deswegen würde ich die besonderen Adventskalender natürlich beispielsweise Claudi oder Özlem überlassen, die ja wirklich dafür prädestiniert sind, diese Adventskalender zu testen. Ich würde bei den Basic-Adventskalendern bleiben, aber wenn ihr ein, zwei Produkte habt oder zwei Kalender habt, wo ihr sagt, ey Maxim, da will ich deine Meinung nochmal haben, weil du vielleicht nochmal eine andere Meinung hast als die beiden Mädels, dann schreibt mir das gerne und ich kümmere mich drum. Also ich glaube, das Ziel des Videos war es vor allen Dingen, euch wirklich diese Skincare-Produkte zu zeigen. Es gibt noch was Neues von Catrice, da rede ich aber ein andern Mal drüber. Und meine Kollektion. Eine Sache, wo ich mich sehr gefreut habe ich jetzt hier gar nicht gesehen, ist Jean and Len. Das ist ja, I love it. Dieses Pflegeöl nährt und zieht schnell ein. Vegan, 99% natürlichen Ursprungs, Kokos-Sandelholz benutze ich. Jeden Tag ist meine zweite Flasche. Ich habe jetzt neulich gesehen, dass sie jetzt wohl eine andere Flasche hat, weil die ist schon echt cheap. Gibt es jetzt in einer neuen Flasche, werde ich dann kaufen, sobald die hier leer ist. Ich bin gespannt, was ihr spannendes Neues im Rossmann entdeckt habt. Verzeiht mir bitte, wenn ihr nicht am ersten Tag des Launches meine Kollektion bekommen habt, aber lasst euch versichert sein. Ihr werdet einige Produkte noch bekommen. Der Launch ging ja auch gerade erst los. Ansonsten schaut unbedingt bei Larisee vorbei. Also wenn ihr mich fragt, Maxim, welchen von den Düften, würde ich sagen, ich glaube Ombre Leather, weil man den sehr, 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 sehr gut layern kann, weil er nicht so komplex ist wie andere Düfte. Und den trage ich gerne als Basis auf und gebe dann beispielsweise Vanille mit rüber. Und dann hast du einfach einen sexy Duft. Freunde, schaut da gerne vorbei, 20% Rabatt, goldenen Refill gratis mit dazu. Ich wünsche euch das schönste Wochenende, das ihr haben könnt. Wir haben morgen unsere Junggesellenparty, Schrägstrich, Polterabend, Schrägstrich, Einweihungsparty, Schrägstrich, Gartenparty. Also schaut unbedingt bei Instagram vorbei. Dort nehmen wir euch natürlich mit. Habt euch lieb, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.